meine lieben TV-Freunde. Hier ist wieder euer Jakob und willkommen zum letzten Part von Nebulus. Ja, hier zeige ich euch mein bestes Gameplay. Also nicht von allen, die ich je hatte, aber halt nur ohne Team ist es mein bestes Gameplay. Und hier möchte ich mich auch von Nebulus verabschieden. Ich werde zwar immer noch privat weiterspielen, aber als Let's Play nicht mehr. Das heißt, es wird bald Donkey Kong Country Returns kommen. Aber erstmal Abschied nehmen. Also, Nebulus ist eine gute Nachahme von Agario. Es macht eigentlich alles richtig und ist besser als Agario. Das Einzige, was mir fehlt, ist, dass man länger gleich groß bleiben kann. So dass man 5000 Punkte größer sein muss und man immer noch gleich groß ist. Das wünsche ich mir noch für die Zukunft. Das ist einfach ein wichtiger Teil, um auch zu teamen. Oder Popsplit funktioniert auch nicht wirklich. Oder Firesplit. Das sollte alles noch verbessert werden. Aber ich bin sehr froh, dass es diesen Hack gibt, sag ich mal. Der ist auch sehr gut gelungen, muss ich echt sagen. Es gibt auch schon einen Hack von Slither.io und von Deep.io. Hier wäre ich fast gestorben. Aber diese zwei Hacks kommen nicht an das Original ran. Klar, Slither.io am Handy ist mir zu langweilig geworden, aber nicht das am Computer. Und Deep.io ist ein geiles Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Wer es nicht spielt, naja, es ist von jedem eine Entscheidung. Aber ich will es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich werde es auch beim Video verlinken. Aber jetzt mal schreibt in die Kommentare, ob ihr dieses Projekt gut fand. Beim ersten Platz, muss ich sagen, hatte ich es ein bisschen versaut. Mein Bruder hat zwar gesagt, Soundeffekte sind gut, aber ich habe mich dagegen entschieden. Soundeffekte sind scheiße. Braucht niemand. Gut. Aber trotzdem ist Nebulus ein klasse Spiel. Jeder sollte es sich downloaden. Und auf dem Computer kann man sich es auch in Google Play Store downloaden, denn den gibt es ja dort online. Und ja, einfach nur ein wunderbares Spiel. Hier kommt die beste Stelle. Okay. Also. Nebulus. Das war wirklich ein Anfang der Geschichte, wo. Also, nee. Dieses Spiel hat wirklich alles richtig gemacht als Hack. Ich kann da nichts bemängeln, außer die zwei Sachen, die ich vorhin erwähnt habe. Ein paar Splits funktionieren nicht. Und wie gesagt, etwas sollte überarbeitet werden. So dass man nach 5000 Punkten immer noch gleich groß ist. Aber sonst bin ich echt zufrieden. Wirklich. Also, ja. Die anderen Hacks, Orborus und Rebellius, die sind zwar auch gut, aber kommen nicht an das Original ran, habe ich aber schon gesagt. Und eine gute Nachricht, ich weiß, woran es lag, dass Splatoon nicht funktionieren wollte. Mein Internet war an dem Tag einfach sehr schwach. Yay! Huiuiui. Aber freut euch auf Donkey Kong Country Returns, auf ein paar Ausraster und alles andere. Ich verabschiede mich von dem tollen Projekt Nebulus, meiner Meinung nach. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Tschö, tschö, hier war euer Jakob TV.